Wir müssen kurz warten, bis Caperino wieder da ist. Tot Ben. Ich bin noch nicht tot. Nein, du noch nicht. Ich aber. Oh. Ja. Willst du mich allein? Willst du mich alleine lassen, ne? Ja, du kannst versuchen, noch mehr Ballons zu so viel wie wirklich Ballons zu zerstören, bevor du stirbst. Wenn du stirbst, starten wir halt neu, aber die Ballons, die platzen, bleiben geplatzt. Also müssen die nicht nochmal machen. Ja, wir haben schön in die Arme gelaufen. Ja. Ich bin gerade voller Latte in die Arme gelaufen. Bruh. Ich dachte mal so, nenn mich doch, wenn du willst. Achso, meinst du, dann merkst du die geplatzten Ballons? Ja. Och nö. Hat doch wunderbar funktioniert. Bist du tot? Ja. Bruh. Ich bin wieder meinem Lieblingsfreund in die Arme gelaufen. Ah. Das ist schön, schön, schön. Kleine Empfehlung, tu es nicht. Ja, ich wollte heute mal nicht kuscheln, weißt du? Heute mal nicht. Hm. Heute mal nicht. Genau. Wenn die Zeit dafür noch.
Und gar nicht auffällig, wenn man unter dem Tisch Ballons kaputt macht, weißt du? Ein kleines Kind. Ich find's auch cool, wie verbuggt die Figur ist. Mein Bus ist vor dem Mal gelaufen. Sind die alle da rein oder was? Machen wir da eine Gruppensexparty oder was? Ja, Musik würde ich auch schlechte Laune bei Partys haben, Digga. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, du bist tot. Ach, glaubst du? Habe ich gehört. Also, ich denke mich direkt danach, weil es sieht halt so aus, ne? Also. Ich glaube, ich stehe erstmal unter dem Tisch, ich habe zu lange gewartet. Ich musste erstmal ein Video pausieren. Man nennt das Hygienevorschriften, so ein Sexanziehen. Das sind eindeutig Hygiene-Schutz vor Nasen haben, dass man kein AIDS bekommt. Und die sind sauer, dass sie keinen Sex bekommen. Ja. Jo, sicher. Ja. Kein Kommentar dazu. Ja, es wurde markiert, es ist nicht unter 18 erlaubt, diesen Stream zu gucken. Herzlich willkommen. Cool. Oder man kann spezielle Vorlieben nennen. Dabei bin ich erst 62. Nein. Geh, renn unter Tisch, renn unter Tisch. Das klang jetzt vielleicht falsch, aber egal. Oh, ja. Bin unter Tisch. Okay. Ja, Luther Tisch, bevor sie dich angreifen. Chill, Bruder. Mach nur deine Geburtstagsparty ein bisschen schicker. Das nennt man Konfetti-Springen. Ich komme hier doch nie im Leben wieder raus, Alter. Lauf woanders hin, du Hässlichkeit. Restlicher Stiefbruder meiner Mutter, Alter. Ja, wenn der jetzt gleich so Musik anhört, dann krieg ich einen Kampf. Ah! Ich aus Minecraft. Ja,
hat mich erwischt. Der Plan ist mit so einem ekligen Schweinchen aus Minecraft. Wir müssen eigentlich nur noch in den Partyraum die Ballons kaputt machen. Ja, erstmal muss ich sterben. Ja, der hat so viel Keime an den Händen und an seinem Körper. Weißt du? Und wenn du dann die Keime berührst, dann ist es halt nicht gut und deshalb stirbst du daran. Weißt du, du willst, der Körper wehrt sich gegen die Keime an den Händen und muss sich dann aus. Ja. Ach ja. Ich darf nicht mehr weiter. Die wollen alle in den Partyraum, sag mal, die sollen mal das verschwinden. Ich will meinen Einzelraum hier haben. Super wär's, Alter. Wir haben nicht mehr irgendwas an und dann wollen sie gleich immer an Sex denken. Muss ich mal was anziehen, damit es hygienischer ist. Latex oder sowas. Ja, weil es weniger für Sex ist. Wir haben alle AIDS. Wir haben alle AIDS. Mit Flexien mit den Händen. Nie weiter als der eine Tisch. Aber ich hab's zumindest geschafft, ich bin im Partyraum. Ja. Ja, ich auch. Ich bin auch im Partyraum. In meinem eigenen. Okay. Was machen Sachen? Junge, bist aber flink unterwegs. Dass du nur so mal so flink mit den Händen. Lass mich mit den Fingern spielen, Digga. Geht weg. Du hast nicht mal schöne Hände, Digga. Das ist ekelhaft. Noch ein Ballon-Ding gewesen. Es fällt nur noch eins und das ist am Eingang, also an diesem Party-Gruppen-Eingang-Ding da. Wollte mich einfach nicht in Ruhe lassen, wirklich. Die konnten die Finger nicht von mir lassen. Ich bin echt gut in dem Spiel. So eine schnelle Runde hatte ich jetzt auch noch nicht. Ich dachte, das wäre Fastplay oder so. Ich wollte einen neuen Modus ausprobieren. Ah, okay, cool.
Wusstest du, dass ich eigentlich noch nie eine richtige Geburtstagsparty hatte? Doch. 2020, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Stimmt, das war meine erste und letzte richtige Geburtstagsparty. Und dann habe ich dich nie wieder gesehen, weil du umgezogen bist. Ja. Ich habe meinen letzten Geburtstag mit einem Kasten Bier mit auf 2 Tage verteilt gefeiert, weil an einem Tag hat ein Teamkollege einfach war so lieb, eine Kiste Bier mitzubringen, um halt so zu feiern. Aber am Ende habe ich dann mit meinem Teamkollege allein gefeiert und ein Kumpel in Berlin, Dorian, weil er zum Turnier kam. Die anderen wollten lieber alle pennen, anstatt meinen Geburtstag zu feiern, obwohl ich nur einen Tag vorher Geburtstag hatte. Und danach haben wir dann den Montag darauf halt dann meinen Geburtstag im Team gefeiert, die halt beim Training waren. Hey! Naja. Ich würde ja gerne öfters deinen Geburtstag mitfeiern, aber du wohnst ja jetzt nicht gerade um die Ecke. Nee, ich wohne in Magdeburg jetzt mittlerweile. Ich weiß. Ich weiß auch, wo du wohnst. Oh mein Gott! Ich hab deine Adresse nicht. Ich glaube, ich habe nicht. Doch, ich habe. Oder habe ich deine alte Adresse? Na, Lust hätte ich gewissermaßen, aber ich habe immer. Ich habe das Ding ist, wenn ich eine Geburtstagsparty feiere, ist das Ding da, dass ich immer diese Enttäuschung im Kopf habe, dass wenn ich Leute einlade. Außer mein 20er, da war es echt cool mit so ein bisschen. Dass da halt keiner kommt, ja, wenn ich irgendwas miete. Mal gesehen, wenn man so ja. Das erste und das letzte Mal. Ich habe deine Adresse, nicht mal deine alte Adresse. Kann sein, dass ich tatsächlich rausgenommen habe. Ich würde nicht viele zum Geburtstag einladen, weil ich hasse es so komplett viele. Aber so einen Geburtstagkuchen so mit 6, 8 Leuten oder so zu feiern, das. Also ich kann gerne, wenn du mich einlädst, bringe ich da mein halbes Kontaktbuch mit. Ich habe so um die 500 Leute im Kontaktbuch. Ist doch kein Problem, oder? Ja. Eine kleine Party mit 250.000 Leuten. Ist doch machbar, oder? Ja, ich glaube, dann würde ich Panik bekommen. Dann lade ich mich selbst nicht aus. Also ich würde schon gern so mit 10, 15 Leuten feiern und dann irgendwie Ballons haben wollen. So einen fetten Geburtstagkuchen, aber es ist halt immer so eine Sache. So, jetzt brauchen wir hier irgendwo einen Schlüssel. Geht ja als 12 Personen. Jetzt alle Ballons gut gemacht. Was passiert jetzt? Haben wir jetzt hier wieder den Bug. Ich würde unseren Tisch wandern. Wir brauchen jetzt irgendwie eine Schüssel. Wir haben jetzt alle Ballons platzen lassen. Man muss ja irgendwo eine Schüssel rumliegen. Ja, ich guck gleich, wenn die beiden Herren hier aus meiner Party-Lounge raus sind. Na, mein nächster Geburtstag wäre ja der 25. Also. Diesen Monat? Nee, nächstes Jahr. Hast du denn Geburtstag? In Mai. Ende Mai. Ganz genau will ich das jetzt nicht sagen, was Stream ist und das. Ja, alles gut. Kannst du mir mal über WhatsApp schreiben, weil ich habe deinen Geburtstag nicht drinstehen. Ja. Dann teile ich mir nachher nach, wenn ich darf. Ja, klar. Wir haben jetzt alle Ballons geplatzen lassen. Jetzt ist die Frage, was willst du? Willst du nicht im Stream deine Adresse, Telefonnummer? Ah, nee, das war jetzt nicht. Wohnort. Also, Wohnort habe ich kein Problem. Magdeburg, Sachsen-Anhalt, so. Aber wo genau? Ist jetzt nicht so mein Fall. Ja, so Adresse, Hausnummer und Postleitzahl reicht mir. Nee, nicht so im Stream. Das wäre ein bisschen unvorteilhaft. Dann habe ich ein paar Idioten. Vielleicht erstmal meinen toxischen Ex-Partner, der ja Scheiße gebaut hat, und das ist nicht gut, wenn er mein Ex-Partner ist. Jetzt alle Ballons kaputt gemacht?
gemacht eigentlich? Kannst du durch den Tisch laufen oder musst du immer so um den Stuhl rum? Nein, ich musste um die Stühle rum, weil du kannst nicht komplett durch den Tisch laufen. Ja, aber man kann sich in die Tischbeine stellen. Das ist auch nicht so nicht realistisch. Ich frag mich, was er jetzt machen muss. Irgendwo muss dein Schlüssel rumliegen. Oder hast du einen mit Inventar? Nö, ich habe keine Inventar. Wo ist Specki? Der ist auch hier gerade langgelaufen. Ich komme jetzt nicht weiter, Dicky. Kein Schlüssel, kein Schlüssel, kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Kein Schlüssel, kein Schlüssel, kein Schlüssel. Ehrlich, vor allem hier. Wir haben alle Ballons zum Platzen gebracht. Ja, ich kann mal gucken, noch mal rumlaufen, aber eigentlich haben wir alle zum Platzen gebracht. Hey, Lucky Day, hast du schöne Fresse. Ich bin tot. A hit belong to world and it. Hast du vielleicht einen Schlüssel aufgehoben? Weil der Schlüssel soll in irgendeinem Ballon gewesen sein. Warte. Mein Inventar. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Gut, dann müssen wir irgendwie gucken. Das auf den Boden gucken, ob wir irgendwo einen Schlüssel auf dem Boden finden. Was bei so einem Boden ja auch total leicht ist. Sieht denn der Schlüssel aus? Blau? Ja, blau. Ich kann auch grün sein. Achso. Gleich mal schauen. Das ist so, wie der Eingang, glaube ich, war. Schön, dass die Musik immer aufhört, wenn ich gerade aus dem Tisch komme. Items, die Schlüssel werden im Tisch. Achso, es wird nicht angezeigt im Inventar. Okay. Wenn wir alle Ballons haben, oh, dann können wir vielleicht mal gucken, ob wir rausgehen und gucken, ob wir automatisch schon irgendwie aufgesammelt haben. Ich wäre fast gerade unter dem Tisch gewesen. Lauf, lauf, lauf! So. Komm, wir gehen mal zurück und gucken, ob wir den Schlüssel aufgehoben haben. Komm mit! Wir haben eigentlich jetzt alle Ballons gemacht. Ich weiß nicht, ob wir den automatisch ja aufheben müssen, ne? Keine Ahnung. Eigentlich ja. Nee, anscheinend nicht. Wir haben das Level fertig. Das war Wolkenblau. Ah, nee, gelb. Du wärst nach Berlin gefahren, hättest mich umgebracht, oder? Nein, sie haben mir viel zu viel Arbeit gewesen. Ja, wir haben es geschafft. Oh, endlich, Dicky. Wo
Totenschlüssel. Steck drin das Ding. Oh, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, Digi. Weil ich so honklos war, ich hab nicht nach hinten. Ich war so ein Honk. So dumm, Digi, so dumm. Warte kurz. Warte, wir können wir hier noch was mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen mal ein bisschen Psychozeug mit. Und töte mich nicht, ich nehme eine Taschenlampe mit. Ach so. Nimm am besten auch eine Taschenlampe noch mit. Warte. Ein paar Schokoriegel. Fünf Jahre später. Mann, dieser weiße Punkt auf dem weißen Tisch, wie soll man das sehen, Alter? Hier ist eine Taschenlampe. Wo ist eine Taschenlampe? Ja. Hier, wo ich bin. Ja, ich hab schon. So. Nächstes Level müssen wir Marshmallows folgen. Let's go. Alter. Es schlägt. Erstmal 20 Jahre noch verhört. Mein Kopf. Pam. Kaputt, Alter. Dass ich so ein Keck bin, wirklich so ein Keck, einfach so ein Vollidiot bin, dass ich einfach nicht nach hinten gucke und diese Scheißtür unter dieser Absprungplattform ist. Woher soll man das auch auf die Schnelle wissen? War der kurz bevor.